Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Path of Kingmaker. Pathfinder Kingmaker. So, ich habe die Karte in Atlas erkundet. Das heißt, ich bin einmal hier durchgegangen. Hab mal mit der guten Octavia die ganze Gegend angesehen und habe diesen Stab des Flammenbogens dort gefunden, ein bisschen Geld und ja, sonst eigentlich nicht sehr viel, was man sonst noch so, da war sonst eigentlich, ja, eher dürftig, kann man so sagen. So, irgendwelche Sachen, Zaubersprüche habe ich auch keine mehr für sie. Das heißt, jetzt würde ich gerne diese Folge hier, die Sachen hier erkunden. Da ist ja noch eine Sumpfhexe, wo mich die Dorfbevölkerung vorgewarnt hat, und dann müssen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Knochige Äste. So, nun ist Anführer der Liste erfolgen. Eine weiteren Titel hinzufügen. Mutigste Holzfäller des Landes. Okay. Und so einen Weg finden, den toten Mann zur letzten Ruhe zu bitten. Beklagt Irrlichter. Ah, den Schlafraum. Okay, das heißt, wir müssen jetzt noch ein paar Irrlichter erledigen. Das heißt, ich mach mal Untoten entdecken und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns einfach mal hier um. Du kannst uns noch mal segnen. Wird nochmal gespeichert und dann gucken wir mal, ob mal die Irrlichter, die dem armen Mann den Schlaf rauben, finden. So, Pause. Warum? Weil. Ah, weil Wolf. So. Flint, du gehst mal dahin und du kannst dein Gehirn wieder anschalten. Du auch. Du auch. Du auch und du auch. Flint. Was machst du denn da? Was zauberst du? Ah, nein, du sollst nicht nur magische Rüstung zaubern. Eieieiei. Na? So. Naja, Kampf lief nicht gut, aber ist nochmal gut gegangen, würde ich mal sagen. So, das war der letzte Gegner. Gucken wir mal, häuten wir die mal, sammeln wir alles ein und dann schauen wir weiter. So, da ist eine schöne kleine Kiste. Stimmt, da waren die Pilze. Ist das dieser Brunnen, wo er erzählt hat? So, du unterdrückst ein Schauder, als du dem Brunnen näherst. Die Luft, die ihm umgibt, ist von Gestank und Verfall geschwängert. Als du versuchst, den Ursprung des Gestanks zu bestimmen, hörst du unter den dunklen Deckel des Brunnens plötzlich ein Flüstern und ein Kratzen. Die verrotteten Holzdeckel wurden in schweren Eisennägeln notdürftig befestigt. Ich spüre Angst, eine erdrückende Verzweiflung.
Was auch immer in diesem Dorf zerstört hat, ist irgendwie in den Brunnen gebunden, verbunden. So, Magie orten. Mal sehen, was den Brunnen im Zauber bringt. Eine Aura von Todesmagie umgibt den Brunnen. Die Aura ist stark und scheint der Grund des Brunnens auszugehen. Den Deckel klopfen. Das Flüstern unter dem Deckel schwirrt und schrillen Schreien an, die sich wie Messer in den Schädel bohren scheinen. Du hältst die Ohren zu und weichst den Brunnen zurück. Brechen wir den Deckel auf. Tja, da würde ich sagen, speichere ich mal. So, brechen wir ihn mal auf. Als du den Deckel zerbrichst, zersplittert er. Ein fauliger Gestank steigt dir in die Nase. Du spürst, wie dich das grausame, böse Weisheit nährt. Ah, da sind ein paar Irrlichter, du gehst mal da. Du kannst schon mal auf ihn gehen und du gehst auf ihn und du. Oh Mann, stopp! Autsch! Aua, das tut weh. Immun, immun, immun. Ich vermute mal, das wird. Nicht klappen. Ich würde sagen, laden. Und wir lassen den Brunnen mal in Ruhe. Ja, das passiert, wenn man auf einem bisschen höheren Schwierigkeitsgrad spielt. Und ich weiß nicht. Ich lasse den mal einfach mal sein. Und wir müssen mal gucken. Ah, da unten ist ein mächtiger Tatzelwurm. Nein, nicht nur einer. So, Segen hält noch ein paar Minuten an. Sie hat eine magische Rüstung, das ist gut. So, mal einmal Schild des Glaubens. Und auf sie. So. Na, kommen alle auf den großen. Oh. Alle auf den da. Ja, jetzt könnt ihr. Gut, das lief einwandfrei. Nicht mal alles ein. Manchmal krass, wie hier der Schwierigkeitsgrad gerade hin und her schwankt. So, 4000 Erfahrungspunkte noch. So, da ist noch ein Geheimversteck. Da finde ich leichte Wunden heilen, sengender Strahl, Silberring. Ja, ein paar kleinere Gegenstände. So. Na?
Kann ich da nicht hin? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö. So, eine Vogelscheuche. Ah, heute speichere ich oft hier. So, das Haus unterscheidet sich von den anderen. Es ist das einzige, das bewohnbar zu sein scheint. Es ist von einem niedrigen, halb zerfallenen Zaun umgeben. Aus dem Schornstein steigt Rauch auf. Der Duft des stark gewürzigen Eintopfs steigt dir in die Nase. Selbst die mit Vorhängen geschmückten Glasfenster sind intakt. Das Gartentor ist aus einer verbeulten Messingglocke angebracht. Und von der Tür ein sorgfältiger, gepflegter Weg zur Haustür. Neben dem Haus befindet sich ein Gemüsegarten, in dessen Mitte eine Vogelscheuche mit Augen aus schwarzem Stein steht. Auf dem Jute-Gesicht ein böses Grinsen gestickt wurde. Magieorten. So. Das Tor und die Glocke sind mit einfachen Zauber belegt, dessen Wirken vermutlich die Besitzer des Hauses und gebetene Gäste warnt. So. Der Vogelscheuche da. Die Aura der Vogelscheuche ist stark. Als würde sie ein Blitz mit in die Sinne fahren. Sie besteht nicht nur aus Stöcken und Lumpen, sondern aus ein gefährlicher Wächter, der das Haus vor Eindringlingen beschützt. So. Mal klingeln? Komm, wir klingeln mal. Und die Tür geht auf. Da kommt jemand. Ich vermute mal, das ist die Hexe, aus der wir uns alle gewarnt haben. Was für ewige Verdammnis. Nach einiger Zeit öffnet die knarrende Tür. Eine alte Frau mit verfilztem grauen Haar und grünlicher Haut tritt nach draußen. Ich würde mal sagen, hallo. Die alte Zause. Also, was zum Teufel macht ihr hier? Die alte Frau funkelt dich missbilligend an. Sie hat verfilztes graues Haar und runzlige Haut, hat einen ungewöhnlichen Grünton. Auch in ihre spitz zulaufenden Augenbrauen und Ohren fallen dir auf. Ich suche einen verlorenen Jungen, habt ihr ihn zufällig gesehen? Einen Jungen? Was sollte ich mit einem Balg anstellen? In Essig einlegen? Großartig! Sie lachte rasselnd. Wo steht, dass eine alte Frau, die nach Ruhe und Frieden sehnt, deine Kinder mit raubenden Hexe sein muss? Ein Kind kann allerlei Unbill widerfahren. Vielleicht wurde es von einem Kobold gefressen oder einem wandernden Lichtern in den Sumpf gelocht. Oder seine arme, traurige Mutter mit all ihren falschen Tränen hat im Schlaf erwürgt. Dann irgendwo im Wald in letzter Ruhe gebettet. Und jetzt sucht jemand, dem ich Schuld geben kann. Geht zu ihr und bringt sie zum Reden. Lasst euch von ihr erzählen, wo der Balg ist, aber lasst mich in Frieden. Wahrnehmungswurf gescheitert, das ist schlecht. Wer seid ihr? Ich bin eine harmlose alte Frau, die etwas Ruhe und Frieden hofft. Ich werde die alte Zausel genannt. Und das ist gut. Ich hatte in meinem Leben einen schon schlimmeren Namen. Warum fragt ihr? Welche vergebliche Mühe führt euch in die abgelegene Gegend? Ich möchte euch etwas fragen. Seht euch an. Er hat eine Frage. Ihre Lippen verzieht den spöttischen Lächeln. Wie kommt ihr darauf, dass für jemanden, der wie ein Bettler von der Tür schaut, irgendwelche Antworten habt? Habt ihr in letzter Zeit irgendwas Gutes getan? Ihr habt nichts. Ich habe nichts für euch und ihr seid nichts für mich. Wie kann ich euch helfen, alte Frau? Jetzt sind wir im Geschäft. Das ist viel besser, als eure Nase, das in das Ding steckte, die euch nichts angeht. Und die alte Frau voll zu schwatzen. Hier, seht her. Sie zieht einen schwarzen, seltsam anmutenden Pilz aus dem Beutel. Merkwürdigen Geruch des Pilzes treibt die Tränen in die Augen. Das ist ein schwarzer Rasselkappe. Die Spuren darin, es gibt nichts Besseres für die Lunge und die Haut. Ich brauche Tee aus ihnen. Sie sind selten, aber im
Schlapphuhl, westlich von hier wachsen sie im Überfluss. Bringt mir mindestens 10. Ja, 10, dann reden wir weiter. So. Das scheint mir ungewöhnliches Kraut zu sein. Könnten wir sagen, was das ist. Sie dreht die Kräuter zwischen den knochigen Fingern, riecht daran und nickt ihr schließlich anerkennend zu. Ihr habt ein scharfes Auge. Das Kraut ist nützlich, allerdings nichts für sich genommen. Seht her. Sie zeigt ihr drei verschiedene Kräuter mit dem Schlammblatt. Hier sind sie Düsterbeeren und das ist Schwindelkopf. Ihr ahnt gewiss, was es bewirkt. Wenn ihr jeweils drei Bündel davon findet, bringt sie mir. Okay. Auf Nimmerwiedersehen. Danke, du bist da heute wieder herzallerliebst. So, da sind wieder ein paar Schweinchen. Ah, da kommt die Vogelscheuche, die hilft. Ja. So, halten wir die noch und dann nehmen wir erstmal alles mit. Ich würde sagen, speichern wir nochmal ab. Und dann. Da ist ein paar Kräuter. Ah. Sind wieder diese komischen Tatzelwürmer. Ja, die machen Angst. Aber sonst können die nicht so viel. Haben aber einen Silberring dabei, wie auch immer. So, schauen wir mal. Ob hier sonst was ist, da ist ein Pilz, den nehmen wir mal mit. Jo, alles mitnehmen, was da ist. Ah, ich würde sagen, komm, machen das Video hier noch zu Ende. Ah, da geht es nicht mehr weiter. So, ein Geoduck. Die macht Zauber. Na. Na, bisschen reduziert, aber das passt. So, zwar nicht die feine Art, das Spiel ist ein bisschen auszunutzen, aber eh der Typ mir wieder meine halbe Gruppe plättet. Würde ich sagen, ist das okay. Na? Sie ist echt gar nicht schlecht, die gute Dame. Ich glaube, sie kommt aus dem Add-on.
das quasi dabei ist. Und na komm. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben noch 3000 Erfahrungspunkte offen, die wir brauchen. So. Das war's. Und da bekomme ich 67 für. Na gut. Viel ist nicht, aber immerhin. So, da oben komme ich wahrscheinlich rein. Ein Ghoul. Okay. Mit dem er reden kann. Ja, was hier alles hier rumläuft. Ein toter Mann torkelt auf dich zu. In seiner Brust klafft ein großes Loch. Durch die Risse seiner verfaulten Fleisch erkennst du das Weiß vom Knochen. Er spricht mit stockender, gurgelndes Röcheln. Lebendes Wesen. Ich will nichts tun, hilf mir. Wer bist du? Ich hatte einen Namen, Dorsey. Hatte eine Braut, jetzt bin ich niemand, allein, nie. Weniger als niemand. Was ist mit dem Dorf passiert? Der Mann stöhnt und du siehst, wie deine Hände zucken und sie zu Fäusten ballen. Feenwesen, verfluchte Feenwesen haben alle getötet. Jeden Einzelnen. Hasse, hasse sie alle. Hasse die Feenwesen, hasse Dorfvorsteher. Warum hasst du die Feenwesen so sehr? Die verfaulten Hände des Toten vergraben sich ein riesiges Loch auf seiner Brust. Die Feenwesen haben meine Braut gestohlen. Sie haben sie getötet. Sie haben mich getötet, das ganze Dorf. Vom Dorfvorsteher, dieser Bastard. Er hat ihnen geholfen. Er hat seine eigene Tochter in ein Feenwesen verkauft. Nytha, seine Liebste. Böse, sie alle. Oh, wie ich sie hasse. Wie kann ich dir helfen? Die Feenwesen sagten, ich finde meine ewige Ruhe. Wenn zwei Münzen meine Augenlider ersetzen, gib mir zwei Münzen. So, normale Münzen, nur zwei Münzen? Müsste ich schaffen. Du hast zwei Münzen auf die Augen des toten Mannes gelegt, aber fallen von Augenhöhlen auf den Boden. Der tote Mann faucht. Alles Lügen, verdammte Feenwesen, verdammte. So. Gucken wir mal, was man mit ihm noch so später machen kann. Einen Weg finden, den toten Mann zur letzten Ruhe zu bitten. Würde ich sagen. So. Speichern wir nochmal ab. Die Düsterbeere. Was ist das? Das ist wieder so einer dieser Schnecken, oder? Flint, du bleibst auch mal hinten. Ach stimmt, du bist. Du heilst mal sie und ich glaube, ich kann wieder laden. So, dann machst du mal hier den großen Segen und du heilst sie mal alle.
Ja, Flint ist schwer verwundet. So, da finde ich eine Armschiene des Ritters. Und da hinten ist noch irgendwas. Da hinten ist noch ein bisschen Kraut. Ein paar Beeren. Noch mehr Beeren. So, und jetzt werde ich mal ausruhen. Wo war das? Noch ein bisschen tiefer. So. So, dann werde ich mich mal jetzt nach hier verabschieden. Ich werde gleich nochmal ruhen und dann werden wir zusammen nochmal das restliche Gebiet erkunden, weil viel ist ja nicht mehr. Und dann werde ich mal schauen, wo ich dann hin gehen müsste. So. Also, er hat ja hier seinen Brunnen, wo ich diese Irrlichter töten muss. Sie sucht. Da muss ich irgendwelche Kräuter sammeln und für ihn ein paar Münzen. Mal schauen, wo ich die alle herkriege. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.